In bester Gesellschaft. Das Alleinsein hat viele Vorteile und eigentlich nur einen einzigen Nachteil. Es macht süchtig. Man gewöhnt sich erstaunlich schnell daran, die Alleinherrscherin oder der Alleinherrscher im Königreich des eigenen Lebens zu sein. Neben der Ruhe und Entspanntheit, die ein Leben als einsamer Wolf praktisch garantiert, ist es vor allem die Gewissheit, im Zweifelsfall bestens ohne fremde Hilfe klarzukommen, die das Dasein als Einzelgänger so attraktiv macht. Zu wissen, man kann alleine alles schaffen, ist ein beruhigendes und absolut berauschendes Gefühl. Intelligente Menschen erkennen die Vorteile des Alleinseins recht bald. Ihre hohen Ansprüche und ihre mitunter leicht abschreckende Wirkung auf die Umwelt zwingen die meisten von ihnen früher oder später ohnehin ins Gesellschaftliche aus. Zu erkennen, dass es dort inspirierend, erholsam und absolut fantastisch sein kann, ist dann nur mehr eine Frage der Zeit. Es gibt viele gute Gründe, ein Leben in unbefriedigender Gesellschaft gegen das selbstgewählte Inselleben zu tauschen. Gleich 15 davon möchten wir dir in unserem heutigen Video vorstellen. Nummer 1. Mehr Zeit zum Nachdenken steht zur Verfügung. Hochintelligente Menschen lieben es, ihre Gedanken schweifen zu lassen. Meistens kommt am Ende auch tatsächlich etwas Sinnvolles, Kreatives oder Produktives dabei heraus. Das bloße Fabulieren und Philosophieren sind für sie so etwas wie Training, Detox und Meditation zu gleichen Teilen. Nummer 2. Andere Menschen verursachen ihnen Stress. Wer smarter ist als der Durchschnitt, bekommt in jedem Augenblick seines Daseins wesentlich mehr Informationen serviert als alle anderen. Dies führt dazu, dass die Antennen von intelligenten Menschen immer auf Empfang geschaltet sind. Je mehr Menschen sie umgeben, desto mehr Input gilt es zu verarbeiten, ob sie wollen oder nicht. Nummer 3. Langeweile kennen sie nicht. Wer mit seinem Kopfkino die beste Unterhaltung zur Verfügung hat, braucht keine Animation von außen. Intelligente Zeitgenossen sind nicht nur große Denker und Tüftler, sie üben häufig auch mindestens ein kreatives Hobby aus. So entstehen wundervoll erfüllte Tage, ganz ohne das Zutun von anderen Menschen. Nummer 4. Teamwork würde sie nur bremsen. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist für die meisten Cleveren eine echte Herausforderung. Sie haben ihr eigenes Tempo, was Gedanken und Arbeitsleistung betrifft. Kaum jemand erfüllt ihre hohen Ansprüche oder kann mit ihren mentalen Quantensprüngen mithalten. Teamwork bedeutet meist für sie schon von klein auf andere mitschleppen zu müssen, die weniger motiviert oder begabt sind. Nummer 5. Ihr Ehrgeiz macht sie nicht immer kompatibel. Wer mehr kann als der Durchschnitt, darf und soll diesen Startvorteil natürlich nach allen Regeln der Kunst kultivieren. Nicht selten sind es die introvertierten Überflieger, die die Welt mit ihren Erfindungen verblüffen. Damit einher geht allerdings auch eine gewisse Ellbogentechnik, die hauptsächlich die billige Konkurrenz zu spüren bekommt. Ehrgeiz ist ein überaus starker Motivator, der nicht selten blind für Ethik und Moral macht. Da die Intelligenten unter uns sich in Sachen Sozialverhalten ohnehin eher schwer tun, kommt ihnen der Gedanke von Rücksichtnahme oder Fairplay nicht so schnell in den Sinn. Nummer 6. Sie lösen ihre Probleme selbst. Was das Alleinsein so berauschend macht, dass man sich irgendwann gar nicht mehr davon trennen möchte, ist das Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit. Wer weiß, dass er alles im Alleingang bewerkstelligen kann und notfalls eben auf ein gut geöltes Netzwerk aus Profis zurückgreift, wird niemals wieder zum Bittsteller, der auf fremde Hilfe angewiesen ist. Schlaue Zeitgenossen lieben es außerdem, ständig Neues zu lernen. So werden sie mit der Zeit wahre Virtuosen auf den verschiedensten Gebieten. Nummer 7. Zustimmung und Applaus von Dritten benötigen sie nicht. Überdurchschnittlich Intelligente sind berühmt berüchtigt dafür, in aller Stille einfach ihr Ding durchzuziehen.
Eine Bestätigung durch andere Menschen ist dafür nicht erforderlich. Es hat schon Vorteile, sich seines Könnens und seiner Stärken bewusst zu sein, keine Frage. Diese Menschen lieben es, Ergebnisse zu präsentieren und die Welt mit ihren Geniestreichen zu überraschen. Doch den Weg dorthin bestreiten sie souverän allein. Nummer 8. Sie lieben ihre Unabhängigkeit. Kaum eine andere Erkenntnis im Leben ist erfrischender und befreiender, beruhigender und befriedigender als jene, niemanden zu brauchen. Das Gefühl der Abhängigkeit setzen viele schlaue Zeitgenossen mit Unmündigkeit und Hilflosigkeit gleich. Nummer 9. In Sachen Freundschaft gilt Qualität vor Quantität. Zahlreiche Studien haben inzwischen schon belegen können, dass die Anzahl unserer Freunde Rückschlüsse auf unsere Intelligenz zulässt. Je kleiner der Freundeskreis, den wir pflegen, desto höher scheint unser IQ zu sein. Schließen smarte Menschen Freundschaften, wird das Ergebnis immer ein handverlesener Zirkel sein. Nummer 10. Sozialkontakte können beängstigend wirken. Wer mit überdurchschnittlich viel Gehirnleistung aufwarten darf, sieht diese Gabe nicht immer nur als Segen. Solche Menschen haben schon früh im Leben gelernt, dass sie anders sind und nicht der Norm der breiten Masse entsprechen. Soziale Interaktion ist für sie daher seit jeher ein Gang auf dünnem Eis. Kann man ihn irgendwie vermeiden, wird diese Strategie bevorzugt. Nummer 11. Die Angst, etwas zu verpassen, ist ihnen fremd. In unserem Sprachgebrauch hat sich FOMO noch nicht wirklich durchgesetzt. Die Jugendsprache kennt dieses Kürzel allerdings sehr wohl. FOMO steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Diese Furcht ist unseren cleveren Mitmenschen völlig fremd. Was sie nicht haben, brauchen sie nicht. Nummer 12. So richtig zugehörig fühlen sie sich selten. Wer von klein auf misstrauisch beäugt und im Sportunterricht stets als letztes in ein Team gewählt wurde, hat sich mit seinem Dasein als fünftes Rad am Wagen irgendwann abgefunden. Geschmack am Alleinsein finden gerade hochintelligente Kinder meist nicht freiwillig. Sie finden nur jemanden, der auf ihrem Niveau operiert und sich daher als Spielkamerad wirklich eignen würde. Diese große Pause dauert ein Leben lang. Nummer 13. Sie brauchen Phasen der Erholung nach geselligen Events. Wenn die Klugen das gesellschaftliche Parkett einmal betreten müssen, brauchen sie anschließend oft Tage, um sich von dieser Strapaze zu erholen. Die vielen Menschen, Gesichter, Geräusche und Informationen, die ihnen zugetragen werden, wollen erst einmal verarbeitet werden. Nummer 14. Alleinsein steigert die Produktivität. Wer sich seine Zeit frei einteilen kann, hat deutlich mehr davon. Es hat schon Gründe, warum es die Smarten und nicht die Partylöwen sind, die mit großen Ideen und nicht minder großem Business den Weg in die Schlagzeilen schaffen. Egal ob Wissenschaft, Technik, Kunst oder ein anderes Betätigungsfeld, der Output von Menschen, die die Zurückgezogenheit lieben, wird immer lukrativer sein. Nummer 15. Es ist schwer, Gleichgesinnte zu finden. Diese harte Lektion lernen die Schlauen schon als Kind. Kaum jemand findet sich, der dieselben Interessen teilt und mit ihren Gedankensprüngen mitspringen kann. Im Erwachsenenalter kann das besser werden, aber immer noch nicht wirklich gut. Gleichgesinnte treffen sich später am ehesten im Rahmen einer Ausbildung oder im beruflichen Kontext. Unser heutiges Fazit: Hochintelligent im Dschungel des Alltags. Jedes Geschenk, das das Leben uns feierlich überreicht, trägt irgendwo ein unsichtbares Preisschild. Wir bekommen nichts geschenkt, ohne nicht auch die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Intelligenz ist ein zweischneidiges Schwert, das schon viele Menschen mehr als Fluch denn als Segen empfunden haben. Lernt man von klein auf jedoch damit umzugehen und die Stärken zu erkennen, die daraus resultieren, ähnelt Klugheit einer Superkraft.
Wer sie weise einsetzt und für sich den besten Weg findet, damit umzugehen, kann wahrhaft Großes für sich und die Welt erreichen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!